Das ist sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. Die Heute-Show ist wieder da. Ein neues Jahr fängt an, 2015. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, wir haben unser Studio mal umlackiert. Ja, damit uns die Islamisten nicht mehr finden. Ja. Außerdem gönnen wir uns hier ab jetzt, da übertreibe ich nicht, die beste Security, die man für Geld kaufen kann. Die Scharia-Polizei Wuppertal, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Da fühlt man sich doch direkt sicherer. Jetzt ist es soweit, Freunde. Die Bekloppten haben gewonnen. Überall regiert nur noch die Angst. Und sogar deutsche Politiker sagen seit Paris, Witze über Religion, das geht nicht. Kann ich jetzt vielleicht eine Stimme hören? Für die Meinungsfreiheit, für Frieden und Gewaltlosigkeit. Wenn einer eine Religion beleidigt, dann ist das so, als ob man meine Mutter beleidigt. Und dafür riskiert man dann schon mal einen Kinnhaken. Das ist doch normal. Normal, Digga! Normal, Digga, deine Mutter! Kinder, wir sind ja unter uns. Ich glaube, ich kann hier ganz offen sprechen. Die Islamisten gucken ja jetzt gerade eh alle Dschungelcamper RTL. Wir leben in einer Welt, in der Terroristen Satiriker umbringen, weil sie den Witz in einem Cartoon nicht verstanden haben. Trotzdem müssen wir Medien natürlich versachlichen, nicht Angst machen. Und ganz wichtig, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Was würden Sie mir denn raten? Ich habe das bei Weihnachtsmärkten gehabt. Ich habe überlegt, gehe ich in Köln am Dom zum Weihnachtsmarkt, das ist ein Symbol-Weihnachtsmarkt, oder gehe ich in irgendeiner Vorstadt zu einem Weihnachtsmarkt? Was mache ich denn mit solchen Ängsten? Ich denke, wir sollten auf die Weihnachtsmärkte gehen. Ja, es werden irgendwann wahrscheinlich wieder Menschen sterben. Aber ich sag Ihnen, es gibt mehr Alkoholleichen auf Weihnachtsmärkten als... Okay. Okay. Schön, wie er sich gebremst hat. Ich merke gerade, der letzte Satz war total scheiße, aber zu spät war er im Fernsehen. Die Frage ist doch, was lernen wir aus der Tragödie von Paris? Ich finde, das ist meine Meinung. Ich finde, man sollte jetzt mal bei uns als Signal für die Meinungsfreiheit diesen blöden Blasphemie-Paragraphen abschaffen, den wir immer noch haben im Strafrecht. Stefan Meyer, innenpolitischer Sprecher der Union von CDU/CSU, der findet dagegen, Zitat, selbstverständlich muss das Beschimpfen religiöser Bekenntnisse unter Strafe gestellt bleiben. Eher sollte über die Anhebung des Strafrahmens gesprochen werden. Richtig, richtig, bevor uns die doofen Islamisten die Freiheit wegnehmen, machen wir das selber, Freunde. Ne? Und die Vorratsdatenspeicherung, die muss auch jetzt sofort kommen. Ja, anlasslose, flächendeckende Vorratsdatenspeicherung. Ja, natürlich. Für alle. Ja. Diese Vorratsdatenspeicherung, die hat zwar den Franzosen leider auch nicht geholfen, aber Volker Kauder, der versucht jetzt mal zu erklären, warum die trotzdem echt gut ist. Und Sie versuchen einfach mal zu folgen. Und da kann ich nur darauf hinweisen, dass man jetzt die ein oder andere Erkenntnis hat, wie groß war die Zelle, mit wem haben die telefoniert, nur durch diese Hinzugehen zu den Daten kommt. Ja, bitte. Ja. Ja. Kann man erklären, da hat die Vorratsdatenspeicherung in seinem Kopf kurz ausgesetzt. Das passiert. Fun Fact am Rande, alle drei Attentäter von Paris, alle drei standen auf Warnlisten der Geheimdienste. Wenn man es nicht schafft, drei Leute erfolgreich zu überwachen, wieso sollte das bei 80 Millionen klappen? Nicht Überwachung ist das Zauberwort, sondern Integration. Wenn wir verhindern wollen, dass die Islamisten bei uns noch mehr junge Männer rekrutieren, dann müssen wir denen endlich eine echte Perspektive bieten. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Versprecher! Ein Versprecher, Leute, bitte. Ja. Wirklich jetzt, den Krieg gegen den Terror gewinnen wir langfristig nicht mit Drohnen, sondern wir müssen mal dafür sorgen, dass man in Deutschland auch dann eine Wohnung kriegt, wenn man sich am Telefon mit Yilmaz meldet. Ja. Klar, die radikalen Islamisten, die muss man bekämpfen. Sind ja unter anderem schlimmste Antisemiten. Deshalb werden wir antisemitische Straftaten konsequent mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen. Antisemitismus ist unsere staatliche und bürgerliche Pflicht. Das wusste ich gar nicht.
Und da hätte ich auch nicht geklatscht an Ihrer Stelle. Ach, das war auch ein Versprecher, Gott sei Dank. Gott sei Dank war auch ein Versprecher, ja. Aber jetzt im Ernst, die Masse der Muslime in Deutschland, die Masse der Muslime muss sich jetzt wirklich jeden Tag distanzieren von der Handvoll Spinner seit Paris. Distanzieren von Leuten wie Pierre Vogel. Der deutsche Vorzeigesalafist stellt zum Beispiel jetzt mal, ja, spielerisch die Frage in den Raum, ob die drei toten Terroristen in Paris wirklich die Attentäter waren. Denn wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass so eine Tat mitten am hellischen Tag gemacht wird. Wenn du jemanden platt machen wolltest, würdest du das am hellischen Tag in Paris machen, wo innerhalb von 0, nix die Straßen gesperrt sind und man dich sofort erwischt. Warum nicht irgendwo warten oder so? Ja, also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich will einen Tipp geben oder so. Nein! Nein, kein Tipp, um Himmels Willen. Na, Pierre Vogel. Hier, sein neues Buch. Keine 100 Tipps, wie man Ungläubige platt macht. Erschienen im Dschihad-Verlag Herne. Der Vogel, du, was sagt man zu dem? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Wo man hinguckt, ein Klima der Angst. Immerhin, habe ich mich gefreut, haben sich viele deutsche Zeitungen getraut, die Karikaturen nachzudrucken. Da sage ich Hut ab. Nur die Bäckerblume ist natürlich wieder mal übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Schlimm, schlimm, meine Damen und Herren. Da frage ich mich schon, darf Satire denn alles? Ne? Witze über Hefeteig, das hinterletzte, ehrlich jetzt. Ne? Man ist ja neuerdings, sage ich ganz ehrlich, man ist ja neuerdings auch selber unsicher, welche Gags sind jetzt noch erlaubt. Das ZDF hat genau dafür in Mainz eine neue Abteilung gegründet und von dort berichtet Tina Hausten. Tina, was genau machen die denn da in der Abteilung? Also Oliver, eins vorab. Natürlich dürfen Sie weiterhin sagen, was immer Sie wollen in Ihrer kleinen Klamauk-Show. Sie arbeiten einfach so weiter wie immer, schreiben Ihre lustigen Gags und diese Gags werden dann diesem Beraterstab vorgelegt. Ganz unverbindlich, kein Druck, nur zur Absicherung. Wie jetzt? Ich brauche eine Witzgenehmigung? Nein, Sie Dummerchen. Beziehungsweise... Ja, ich kann's nun mal nicht ändern, Oliver. So sind jetzt die Regeln. Na los, hauen Sie doch einfach mal einen raus. Wie, jetzt so spontan? Gut, ich wollte eigentlich nachher den bringen. Hier, ist eine wahre Geschichte. Die Attentäter von Paris, die hatten ja für ihre Kalaschnikows einen Kredit aufgenommen. Wirklich wahr. Dabei sagt der Prophet, Zitat, Allah verzeiht den Märtyrern alle Verfehlungen, außer ihre Schulden. Ja, und dann kommen die... ist ja noch nicht zu Ende! Und dann kommen die Terroristen so in den Himmel und werden gar nicht von 72 Jungfrauen empfangen, sondern von Peter Zwegert. Ist ja super, oder? Frau Hausten. kommt hier super an. Kommt hier super an. Kann ich den bringen? Kann ich den bringen? Kann er den bringen? Leider nein, Oliver. Tja, wie gesagt, Meinungsfreiheit jederzeit. Aber Sie dürfen natürlich keine religiösen Gefühle verletzen. Ja, und so viel ändert sich auch gar nicht. Gut, wir haben eine Folge Unser Charlie aus dem Programm genommen. Die, wo der Affe die Kirche anzündet. Oh, und natürlich die eine Folge von dieser Kochshow, wo Johann Lafer beim Gurkenhobeln aus Versehen den Horst Lichter beschneidet. Aber sonst? Religiöse Gefühle, Religion ist Privatsache. Nach der Logik müssen wir irgendwann auf jede Kirche, Sekte oder Splittergruppe Rücksicht nehmen. Ganz genau. Und deswegen sitzt hier ja auch noch der nette Herr Guanonko Wonkangonkame aus Papua-Neuguinea. Ihm ist es ganz wichtig, dass wir es nicht übertreiben mit Witzen zum Thema Schrumpfköpfe und Missionare kochen. Und das hier, das ist der Herr Schneider aus Osnabrück. Er glaubt, dass er im Jahr 2022 zusammen mit 12 anderen Auserwählten von einem UFO abgeholt wird. Na toll. Hauptsache, keiner ist beleidigt. Wenn das so weitergeht, dann darf man bald nur noch Witze über, was weiß ich, Borussia Dortmund machen, weil die bald absteigen. Oliver, also bitte. Jetzt haben Sie die religiösen Gefühle von Herrn Schulke verletzt. Der ist nämlich bei den Zeugen Borussias. Ja. Super, vielen Dank. Jetzt zufrieden? Ist ja gut. Dafür kommt der Welke in die Hölle. Oder direkt auf Schalke. Tina Hausten, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ja, das sind die neuen Zeiten. Die Bekloppten haben gewonnen.
Tina Austen.